Ein Gefahrgutunfall hat für eine längere Vollsperrung der A7 zwischen den beiden Anschlussstellen Tarp und Schleswig gesorgt und zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Aus einem Tanklastzug war die leicht entzündbare Flüssigkeit Naphthalin ausgelaufen, die giftige Dämpfe entwickelt, sagte Jan Hennings, Einsatzleiter der Feuerwehr. Wir haben hier einen LKW polnischer Herkunft, der seine Ladung zum Teil verloren hat auf der AB7. Die Ladung ist Naphthalin. Naphthalin ist brennbar und giftig, wird bei 150 Grad flüssig transportiert und wird bei 80 Grad circa wieder fest. Die Leckage ist durch einen anderen LKW entdeckt worden. Und jetzt sind wir hier mit den Freiwilligen Feuerwehren Tarp, Munk-Wolstrup, Süderschmedebü, dem Löschzug Gefahrgut, der Polizei, dem Umweltamt. Der Kreisbrandmeister ist auch vor Ort. Einsatzleitung hat die Freiwillige Feuerwehr Tarp. Das Leck hat sich offensichtlich selbst wieder abgedichtet, da der Stoff sich bei niedrigeren Temperaturen als 80 Grad eben verfestigt. Aber ein Weitertransport dieses Fahrzeugs ist so nicht möglich. Ein Ersatzfahrzeug ist angefordert, damit die Ladung umgepumpt werden kann. Nach den stundenlangen Arbeiten der Feuerwehren war die Gefahr beseitigt. Die Polizei gab die Strecke inzwischen wieder frei.